viel ändern. Ja, aber wie kommt das zustande? Der VfL Bad Schwartau hat schon 50 Minuten in den Knochen gehabt, bevor die das Spiel angefangen haben. Wieso wirken die so viel frischer wie die Schweriner? Nicht so was zu erklären. Es kann an dem ersten Spiel schon gegen Rostock liegen, dass sie sich da schon gut eingespielt haben. Es kommt je nachdem auf die Vorbereitung an. Die Schwerin wirkt so, als wenn sie heute das erste Mal nach der langen Sommerpause das erste Mal wieder einen Ball in der Hand haben. Dass sie nur Kondition gemacht haben oder so, aber sie halten auch noch einigermaßen dagegen. Ja, das ist eine relativ harte Einschätzung. Wir haben schon gesehen, Grün-Weiß Schwerin hat schon zwei Testspiele gegen Kriwitz bestritten und eins auch gegen die zweite vom VfL Bad Schwartau. Ist doch ein recht hartes Urteil. Was kann man da tun, so zwei Wochen vor Saisonbeginn? Auf jeden Fall viel mit dem Ball trainieren, dass die Ballsicherheit erstmal wieder zurückkommt. Es sind ja sehr viele technische Fehler drin, mit Ballverluste, Tippfehler. Das muss auf jeden Fall abgestellt werden. Also das wird dann mit der jetzigen Leistung wird es in der Oberliga, wo sie spielen wollen, sehr schwer. Jetzt haben wir hier vor uns die beiden 15er, die begrüßen sich an der Mittellinie. Was genau passiert hier jetzt? Warum stehen die jetzt an der Mittellinie rum und nehmen nicht am Spiel teil? Ich schätze mal, für den Trainer war die 15 einfach zu stark von Bad Schwartau. Deswegen musste er sie einfach in die Manndeckung nehmen, dass sie keine Tore mehr werfen kann. Und es ist einfach ein probates Mittel, um seine Spielerin auszuschalten. Und warum stehen sie dann an der Mittellinie? Also ich meine, wir kennen Manndeckung aus dem Fußball, man läuft mit den Menschen mit. Warum stehen sie jetzt hier an der Mittellinie? Das ist nicht am Angreifer selbst. Also es geht auch Angreifer, die als Mann, wenn sie Manndeckung vor sich haben, einfach einen Kreis mit rangehen oder sie zieht sich zurück, um eventuell einen Konter zu verhindern. Das ist nicht am Angreifer bzw. am Trainer von Bad Schwartau, wo er sie gerne hinhaben möchte. Okay, also wir greifen zu ersten taktischen Mitteln hier in der zweiten Halbzeit. Manndeckung und jetzt wieder über Außen. Und es gibt wieder 7 Meter. Zeitstopp. Es gibt wieder 7 Meter für Grün-Weiß Schwerin. Einer war drin, einer nicht. Und dazu gibt es noch die gelbe Karte gegen Sina Schlör. Und erneut verfehlt Juliane Schiller den 7 Meter und so bleibt es beim 7:16. Und das 7:17 durch die Nummer 7, Katharina Berg. Es ist ihr vierter Treffer in dieser Partie. Wie ist das beim Handball? Beim Fußball sagt man braucht einen Leader auf dem Platz, jemand, der das Spiel an sich reißen kann. Und jetzt schönes Tor da auf der Außenseite von Grün-Weiß Schwerin. 8:17. Ein Leader auf dem Platz, der das Spiel auch mal rumreißen kann. Gibt es sowas beim Handball auch? Gibt es da so einen Kapitän, der die Mannschaft mitreißen kann? Kapitän in dem Sinne gibt es seit der neuen Saison nicht mehr. Also meistens macht das die Aufbaumitte, in diesem Fall die 9. Bei Schwerin, sie leitet von hinten in der Abwehr das Geschehen und vorne sagt sie die Spielzüge an. Was ich aber im Moment vermisse, also ich höre im Moment keine Spielzüge, auch von der Bank her nicht. Also es ist im Moment alles sehr viel Einzelaktion, wenig Spielfluss. Ja, wir haben es vorher schon beim Spiel vorher, auch bei Bad Schwartau hat man es viel gehört, dass Spielzüge angesagt werden. Was genau wird da angesagt? Man sieht jetzt, Grün-Weiß spielt jetzt mit 2 Kreisspielern, aber man sagte nur angesagt, Spielzug angesagt. Was passiert danach? Was für Spielzüge spielt man? Das macht jede Mannschaft verschieden. Also jede denkt sich da ihren eigenen Namen aus für Spielzüge, die sie vor im... Ja, jahrelang müsste man sowas eigentlich einstellen, damit es im
Fleisch und Blut übergeht. Aber meistens sagt man irgendwelche Nummern und dann von welcher Position sie gespielt werden, von links oder von rechts. Aber im großen Ganzen macht da jede Mannschaft seinen eigenen Namen. Okay, und jetzt... Nun könnte man ja annehmen, dadurch, dass man eine Spielerin rausnimmt, man quasi hinten 5 gegen 5 spielt, dass mehr Platz ist und damit ist es einfacher für die angreifende Mannschaft ist. Ist das so? Es kommt auf die Raumaufteilung von Schwerin an. Also im Moment zahlt sich das Konzept aus, die 15 rauszunehmen. Sie lassen die anderen werfen. Aber haben vorne leider nicht das nötige Glück. Ja, wieder der Wurf von außen nicht erfolgreich. Katrin Hilger kann da nicht an Charlene Röhr den Ball vorbeibringen, im Tor unterbringen. Jetzt mal ein Positionswechsel, der Angriff an den Kreis und der 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Da war mal ein bisschen Bewegung im Spiel bei Grün-Weiß. Ein Positionswechsel nach außen und bringt gleich den Erfolg in Form eines 7 Meters. Und wieder tritt Stefanie Dube an. Eine von 3 war nur drin. Nun Nummer 4. Und diesmal ist er wieder drin. 4. 7 Meter, 2. Treffer. Nein, ich muss mich korrigieren. Vorher hat Juliane Schiller das Tor verfehlt. Neuer Spielstand. 9-18. Und schön durchgesetzt, Stina Wickenberg mit ihrem 5. Treffer, 9-19. Ah, da sieht man das mal, worüber wir gerade gesprochen haben. 2 links wird jetzt gespielt. Das heißt, von außen läuft einer in die Mitte rein. So. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Die läuft von außen nach links rüber. Also 2 links heißt, die außen läuft nach links. Also wie gesagt, angesagt, der Spielzug, wo er hingeht oder von wo er kommt, das ist je nachdem, das macht jede Mannschaft verschieden. Mhm. Und es kann auch sein, dass 2 Mannschaften sagen, der eine sagt 2 rechts, die andere Mannschaft sagt 2 links, ist aber im Prinzip derselbe Spielzug. Mhm. Also das macht jede Mannschaft verschieden. Dementsprechend kann es auch mal passieren, dass wenn einer sagt 2 links, dass nach der Zeit stellt sich die andere Mannschaft dann drauf ein. Alles klar, den Spielzug kennen wir selber, den spielen wir auch selber, dann weiß man auch, wie man dagegen angehen muss. Aber ja. Schwerin findet da wohl noch kein probates Mittel. Ja, wollte ich fragen, was bringt einem so einem Spielzug? Was bezweckt man damit? In erster Linie Überzahl auf einer Position, beziehungsweise so schnell das Verschieben, dass die Lücken entstehen, wo man versucht durchzustoßen. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, jetzt gibt es 7 Meter für den VfL Bad Schwartau, vereinfacht ausgedrückt, ich stelle einfach 2 Leute auf eine Position und bin dann in Überzahl. Oder wie stell ich mir das vor? Redi, man hat dann 2 Angreifer gegen einen Verteidiger und versucht damit dann einfach auszuspielen. So, der 2. 7 Meter für Bad Schwartau ist dann auch drinnen, 9-20. Nach 9 gespielten Minuten in der 2. Hälfte hat Schwerin immer noch kein wirkliches Mittel gefunden. Ganz im Gegenteil, 3-5 heißt es. Oder jetzt 4-5, Theresia Meissner mit dem 10-20, mit ihrem 4. Treffer in diesem Spiel. So, jetzt ein kurzer Hinweis an den
an den Trainer? Du sagtest Coachingzone, was genau heißt das? Coachingzone ist, dass der Trainer mindestens 2 Meter vom Tisch, also von uns, entfernt sein muss, weil wir unsere Arbeit machen müssen, also schreiben, auf die Zeit achten, und dann kann man das Gebrülle von den einigen Trainern, dann, die auch ein bisschen lauter werden, es stört dann. Deswegen hat man gesagt, sollen die Trainer 2 Meter entfernt bleiben. Und weitestens dürfen sie sich bis Höhe des 7 Meters bewegen. Also sie dürfen auch nicht direkt hinter das Tor laufen, sondern nur bis zur Höhe des 7 Meters weglaufen. Und wenn ein Trainer das jetzt partout ignoriert, was habe ich dann als Schiedsrichter für eine Handhabe? In erster Linie darf der Tisch ihm sagen, Sportsfreunde zu, Coachingzone, du verlässt sie andauernd. Und wenn das 2-3 Mal passiert, geben wir Hinweis an den Schiedsrichter, und der kann dann erwägen, ob er ihm denn die gelbe Karte dafür zeigt oder ihn nochmal ermahnt. Und wenn er es dann selber sieht, dann sagt er auch, alles klar, gib die gelbe Karte. So, und jetzt gibt es 7 Meter für Grün-Weiß Schwerin, und es ist wieder Stefanie Dube, die dabei antritt. Und sie scheitert erneut am Charlene Röhr, und auch der zweite wird von Charlene Röhr rausgeholt. Und so bleibt es beim 10-21. Oh, jetzt gibt es 2 Minuten gegen die 9 von Grün-Weiß Schwerin. Jetzt mal die Arbeit auch für uns erklärt. Also wir schreiben, es sind Spielprotokoll. Dass es jetzt eine 2 Minuten Strafe gegen die Nummer 9 gab von Grün-Weiß Schwerin, die hier jetzt aber mal den Konter anfangen können. Und wofür Würfe gab es jetzt die 2 Minuten? Ja, sie kam eindeutig zu spät und hat der Spielerin am Wurfarm gerissen von hinten, dass es könnte zu einer Verletzung führen, und daraufhin wird gesagt, gibt es 2 Minuten Zeitstrafe. Ja, das war schön erklärt, und dessen der 5. Treffer von Theresia Meissner in Unterzahl, 11-21. Lara Frank mit ihrem 2. Treffer, 11-22. Der Ball geht an den Pfosten und der Nachwurf ist nicht drin. Und Grün-Weiß Schwerin darf wieder auffüllen. Ja, das ist gut gelöst. In Unterzahl 1-1 kann man mit leben als Mannschaft, oder nicht? Ja, doch, kann man mit leben. Unentschieden. Wenn man selbst noch in Unterzahl ins Tor wirft, ist es immer gut. Aber man muss 1 kassiert in 2 Minuten, ist. Lohnt sich dann auch schon. Es gibt auch die kassieren da 3 oder 4.